Hey Leute, der Grywein, willkommen zur nächsten Runde von Oxygen Not Included. Wir machen sofort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und wir sind immer noch dabei, die Dinger hier hinzuhauen. Das wird richtig gut. Zack, alle beide. Damit wir die Temperatur hier in der Ebene, sage ich mal, in den Griff kriegen, weil es ist doch ganz schön hoch. Wir müssten es mindestens auf so 30 Grad wäre eigentlich optimal. So ein Stück unter 30 Grad. Hier wird es auch schon ein bisschen wärmer durch die beiden Batterien. Aber das hier ist ein Ticken too much. Das ist auch gut, dass wir das Wasser quasi runterkühlen durch die Dinger hier. Aber die müssten eigentlich reinkicken. Ich hoffe, das hilft. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken. Oh, da ist nichts drin. Haben alles schon rausgemacht, ja. Ja, hier ist immer noch das verdammte Eis immer am Schmelzen. Aber immerhin dadurch, also verschmutzter Sauerstoff ist jetzt nicht so gut, aber die können wenigstens hier atmen. Ist auch ganz okay. Kohlendioxid, Schnee. Hier haben wir auch nochmal. Also das ist ein schön großes Eisbiom hier oben. Oh, hier ist ja noch mehr. Da müssen wir auch hoch. Und dann können wir hier gleich mal in die Tür reingucken. Machen wir mal so. Wir haben hier ganz viel von dem Zeug. Na, auf jeden Fall sehr gut. Sieht da ein bisschen größer aus hier. Mal gucken. Wir müssen natürlich aufpassen, dass die auch erstmal ihre Arbeiten hier so ein bisschen erledigen. Und wir haben leider immer noch zu kämpfen mit dem Essen. 97%, das müsste eigentlich bald schlüpfen. Hat echt lange gedauert, holy shit. Aber es leben hier auch immer noch alle. Wasser sieht noch okay aus, das wird immer weniger hier. Wobei wir das dann hier auch nochmal ausstellen können. Und vielleicht reduziert sich dann die Wärme auch nochmal ein bisschen. Auf jeden Fall können wir jetzt das hier machen. Also wenn das jetzt nichts hilft, ey, dann weiß ich auch nicht. Ja, es fängt hier immer an zu schmelzen. Das ist hier eine richtige Sauerei. Ich will das hier nicht aufbrechen. Andererseits habe ich auch keinen Bock, das hier immer aufzuwischen. Und da ist der Stress natürlich wieder ziemlich weit oben. Wir haben zum Glück noch so einen Tisch. Und das ist eigentlich nur Roland, der da so ein bisschen Probleme hat. So. Mal alles als Ernten ankreiden. Sehr gut. Oh, hier oben geht's weiter, ey. Holy shit, Junge. Das ist ein Riesenbiom. Sind zwei Biome in einem, glaube ich. Weil hier geht's noch mal weiter. Nice, nice. Auf jeden Fall haben wir erstmal genug von diesen Keuchwurzeldingern. Aber wir haben schon wieder keine Nahrung, ey. Das ist echt heftig. Wir müssen da echt mal anfangen. So, Moment, wir haben 10 Millionen Samen. Ups, ich wollte Kochzutaten mal gucken.
Omelette könnten wir nur eins machen. Dornbeeren haben wir auch nichts. Das haben wir auch. Was ist das? Mhm. Barbecue wird nichts, aber hier. Die könnten wir eventuell bald machen. Ich glaube, wir müssen erstmal wieder anfangen. Moment, Graupelwurzelkorn, Dornbeere. Oh nee, aber dieses Wasser. Ich will kein Wasser eigentlich benutzen. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen. Ist immer noch zu wenig, ey. Dass da noch Wasser rumliegt. Toll. Oh, alles aufräumen hier. Ich glaube, hier liegt noch Wasser, ne? Ja. Hier auch. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist wieder voller geworden. Ich kann mich aber auch täuschen. So, dann machen wir jetzt hier noch eine rein und dann hoffen wir mal, dass es nicht zu kalt wird, ne? Oh, doch. Oder? Nö. Glaube ich, beim Wasser jetzt gewesen. So, aber hier merkt ihr schon, es wird auf jeden Fall besser. Hier leider noch nicht wirklich. Kann aber auch am Wasser liegen, oder? Mal ganz kurz gucken. Ja, das Wasser ist 40 Grad heiß. Es ist aber auch immer 40 Grad, weil es immer, wenn es hier durchfließt, wird es automatisch 40 Grad. Das ist auch wieder so ein etwas schwachsinniges Ding. Ach, nicht wischen, aufräumen. So, egal. Wir müssen auf jeden Fall noch mit der Forschung mal ein bisschen weitermachen. Dass wir da wenigstens irgendwann mal fertig sind. So, hier. Ich mach mal hier Priorität ganz hoch. In der Hoffnung, dass jetzt hier mal einer hinkommt und den freilässt. So, apropos Algen. Wir sind jetzt schon bei 4,5. Es wird leider auch immer weniger. Aber wir haben hier überall noch so ein Batzen rumliegen. Hier ist auf jeden Fall noch ziemlich viel verschmutztes Wasser. Winziges Baby. Hier haben wir ein neues Ei, was wir hier reinmachen können. Achso, man kann ihn einfach so entfernen. Okay. Dann machen wir mal jetzt so ein Ding. Lol. Haben wir ein bisschen Kohle bekommen. Ist aber auch ziemlich wenig, muss ich sagen. Habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Wir haben hier noch ein bisschen. Dann müssen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen buddeln. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich hier hinmache. Wir könnten auf jeden Fall immer noch Duschen machen, falls es überhaupt irgendwas bringt mit Duschen. Was wir hier unten vielleicht machen könnten, wären Pilze. Die brauchen halt Kohlendioxid. Wir machen mal hier gleich. So. Den müssen wir einfach mal weiter nach unten bauen. Aber jetzt haben sie ja erstmal ein bisschen was zu tun. Wenn ich hier unten die Pilze mache, sollte eigentlich klappen.
Es muss einfach nur dunkel sein, Kohlendioxid und nicht zu kalt, glaube ich. Mal gucken. So, der kann auf jeden Fall gleich wieder aufhören. Ah, shit. So, auf jeden Fall mal drauf achten. So, Stress ist wieder runtergegangen. Das ist okay. Und oh, guck mal, was jetzt hier alles fertig wird. Ja, eigentlich müsste ich sie verarbeiten. Aber wie gesagt, ich habe keine Lust auf Wasser. Die sind hier einfach nur eingelegt. Ist von 600 dann auf 1800. Qualität ist grässlich. Und die Qualität ist auch grässlich. Was haben wir hier noch? Das Ding. Dornbeeren wären echt am besten. Mehlhaus in Essig eingelegt. Ach, es benötigt 1800 und macht 1800. Wozu? Das checke ich jetzt hier gar nicht. Es wird weder mehr, noch wird die Qualität besser. Wozu soll ich denn die Arbeit machen und das in Essig einlegen? Checke ich nicht. Halt. Aus. Ich komme mit der Forschung nicht hinterher. Eigentlich bräuchte ich mal mehr Leute, aber ich wüsste nicht wohin. Oh, hier. Der hat von allen so ein bisschen was, doch. Wohl sie ist, glaube ich, besser, weil sie hat mehr Interessen. Magen aus Stahl. Ja, doch. Ups. Aber wir bräuchten mal ein Bettchen. Eigentlich würde ich ja das hier weiter behalten. Aber zur Not müssen wir wohl erstmal hier eins hin machen. Das können wir nachher noch verbessern. Machen wir mal zwei Betten hin. So ein Blumentopf, das müsste erstmal reichen. Der hier, so was haben wir hier eigentlich drin? Hier ist wirklich nur Schleim und verschmutzte Erde drin. Okay. Forschung ist abgeschlossen, der wird gemacht. So, Kohle wird ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, wir sind hier ja durchgebrochen. Hier war ein bisschen Kohle noch mit bei. In dem Fall wird es dann wahrscheinlich immer noch eher weniger. So, dann nochmal kurz wegen Berufe gucken. So, auf jeden Fall kann Camille hier hin.
Barnikern hier hin. Es wäre eigentlich cool, wenn wir Landwirtschaft mal jemanden hätten. Ist ja aber auch gleich plus 50. Ich hoffe, das reicht. Da müssen wir jetzt mal drauf achten. Chefkoch. Und Künstler. Da müssen wir mal ein bisschen drauf achten, dass jetzt hier der Dekor nicht zu hoch wird. So, eigentlich haben wir für fast alle was, außer. Und Lindsay hat auch eine Begabung dafür. Das heißt, wir müssen sie hier hinstecken, dass sie das erstmal lernt und dann macht sie eine Landwirtschaft. Das wäre, denke ich, am besten. So, wir sind ja erstmal beschäftigt. 17.000, das ist doch gar nicht so bad. Na, mit Aufräumen sieht es immer noch nicht so aus. Kohle ist auch wieder mehr geworden. Haben wir hier oben irgendwo. So, wir könnten hier auf jeden Fall noch reingehen. Hier ist nur Wolfram. Alter, das Eisbiom. Ja, wir haben Kohle wirklich nur hier drüben. Können wir noch einen Acker hinbauen? Und jetzt sagt er uns hier, wir haben unzureichende Sauerstoffproduktion. Oh shit. Da ist jemand begraben. Aber danke fürs Anzeigen. Nice. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Es ist auf jeden Fall schon mal weniger geworden. Wir kommen aber nicht unter 30 Grad, leider. Doch, hier geht's schon. Und dass das hier nicht weniger wird, ja? Ich habe noch nicht mal die Lampen wieder an. Das ist echt ein bisschen traurig. Organisch. Schleim, Erde. Machen wir mal eine 6. Okay, wir machen mal doch keine 6. Nicht, dass die jetzt hier alle krank werden. Eieiei, wir haben so viel Platz zum Bauen. Muss ich mir echt mal überlegen, was wir jetzt als nächstes mal noch machen. Ja, die kommen immer noch nicht voran mit dem Aufräumen. Und wir haben auch, glaube ich, haben wir überhaupt noch Platz? Ja, geht so. Schön wäre mal das hier oben. Das wird hinten und vorne nicht reichen. Okay, aber wir machen hier erstmal Nahrung. Ich mache es erstmal zum Testen. Ich mache mal hier nur so 4 oder na, 5 machen wir mal hin. Einfach um mal zu gucken, ob das mit den Pilzen klappt. So, und eigentlich könnten wir doch hier die Station machen. Ich
weiß gar nicht, braucht die Strom? Ich glaube nicht. Dann können wir das hier nämlich zumachen und haben theoretisch eine Farm. Und vielleicht wachsen die dann wirklich auch schneller. Winziges Baby schläft und ist glücklich. Ah, die werden hier bald irgendwann sterben. Sag mal, haben die ein Bändchen hinten am Bein? Das ist so eine Art in Erwartung. Okay. Mürrisch, all old. Bla bla bla. Körpertemperatur, Zufriedenheit minus 1. Schade. Muss der sich jetzt nicht mal wieder drum kümmern? Ich habe irgendwie das Gefühl, der kümmert sich da einen Scheiß drum. Das müssen wir mal machen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist denn das eigentlich? Roan Berufe? Haben wir ja Prioritäten. Viehfarm. Priorität nach oben. Das ist zwar die ganze Zeit im Bauen am wichtigsten war quasi. Keine Ahnung, was der gerade macht. Viel wichtiger, wenn denen es gut geht und wir mehr davon kriegen, haben wir vielleicht genug, um. Wir sind immer noch am Steigen bei der Kohle. Okay. So, jetzt aber hier. Ach shit, wir haben nicht mal Pilzsporen. Okay, das ist nicht so schlimm. Irgendwo hier sind doch überall. Dann müssen wir mal uns kurz hier reinbuddeln. Und Ernten anklicken. Hier wird auch alles geerntet. Hier buddeln wir uns mal auch kurz rein. Dass die das hier auch ernten. Ja. Hier dauert es ein bisschen eher länger, bis wir da durch sind. Ist hier noch irgendwas anderes? Ist zu weit weg. Wir könnten hier gucken. Oh, 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 oh. Indem wir hier ein bisschen reinbuddeln. Und hier. Perfekt. Das ist doch sehr schön. Essen wird immer noch weniger, verdammt. Noch Stühle haben wir. Das habe ich eigentlich ausgemacht. Okay. So, das müssen wir erstmal zulassen. Ja, was machen wir mit den Fischen? Das ist auch noch ganz interessant. Oh, hier ist schon ein neues Ei. Wir könnten aber auch mal den Eye-Cracker versuchen. Ja, wir können ja hier auch nicht mehr. Hier hat seine Vernehmung langsam, wenn es neue Familienmitglieder erwartet. Wenn es mehr Platz gäbe, könnte es im Bereich ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind doch bei 5. Und 5 war doch das Maximum, oder? Gepflegt, zahm, untätig. Eigentlich, der könnte ja theoretisch weg, dann habe ich auch nicht genug Platz. Ja, hier noch ein Cracker. Ich kann sie ja dann tauschen, theoretisch, dass das hier oben noch voll wird. Aber ja, wenn die hier in Erwartung sind und dadurch bessere Eier legen,
Wir zerlegen mal. War das bei Station? Ah, shit. Wir brauchen wieder mehr veredelte Metalle. Okay. Das heißt, wir müssen die Maschine hier nochmal anhauen. So. Ich denke mal, wir haben noch genug Kupfer. Ja, 13 Tonnen, alles schick. So, die sind hier noch am Durchbuddeln. Ernten, oder? Wir gucken mal, was hier ist. Ob wir hier so ein paar Samen von denen haben. Theoretisch können wir noch weiter nach oben gehen. Hier ist auch noch was. Irgendwie kommen die gerade wieder nicht hinterher hier. Sieht noch gut aus. Das ist okay. Die sind hier wieder am Ernten. Vielleicht, wenn wir das hier mal aufbauen könnten. Nahrung. Brutschrank. Ja, der braucht Strom. Zweiten hin und dann gucken wir mal, dass die glücklicher werden, weil je glücklicher die sind, umso mehr Eier legen die. Wir haben momentan nur eins leider. So, wir haben eine Pilzspore. Go, go. So, 5 bis 35 Grad. Easy. Luftdruck ist auch okay. Kohlendioxid, wir brauchen Schleim für die Dinger. Wie viel haben wir hier drin? Na, 800 Kilo. Müsste trotzdem erstmal eine Weile reichen. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall mehr Schleim lagern. Hier haben wir noch ein paar Algen. Algen ist immer gut. Hier ist auch noch ganz viel Schleim. Das ist okay. Glü. So, Stress ist immer noch okay, obwohl wir denen allen den besseren Beruf gegeben haben. Ich würde dann einfach mal die Vermutung aufstellen, dass vom Dekor her das eigentlich reichen müsste. Wir können natürlich hier und da noch überall so ein paar Bilder hinhauen. Ich wäre ja eigentlich schon noch für den nächsten Duplikant. Schnarcher kann weg. Der hat jetzt nicht so viel... Nee. Das sollte schon irgendwie was Cooles sein. So, haben wir hier jetzt den Raum? Ja, Gewächshaus. Perfekt. Beschleunigt Pflanzenwachstum und Reifezeit. Schon wenn man das irgendwo auch sehen könnte, dass es irgendwie nochmal hier eingezeigt werden würde. Hier... 10% schneller, weil im Gewächshaus. Blablabla. Bla bla. Aber egal. Das hilft auf jeden Fall schon mal, hoffentlich. Und was wir im Endeffekt eh nachher machen wollen, ist, dass wir hier oben nochmal hier ein paar Baracken hinbauen, dass das hier wegkommt. Dafür müssen wir aber erstmal alle anderen Sachen besser hinkriegen. Was ich nochmal sehen will, ist... Diese Eisdinger hier, was brauchen die denn? Sauerstoff verschmutzt Kohlendioxid. Die brauchen auch Wasser. Och. Scheiße. Wasser ist kacke. So, der wächst, der hat alles, was er braucht.
Gibt sogar positive Deko. Lol. So, und solange hier unten das Kohlendioxid ist, ist perfekt. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall wirklich komplett ausrasten. Vielleicht können wir hier auch so eine Station noch hinbauen. Wir müssen hier nur dafür sorgen, dass hier genug Schleim immer ist. Dann ist eigentlich alles easy peasy. So, die Station ist auch fertig. Das heißt, das ist jetzt auch ein Gewächshaus. Wie gesagt, ich könnte hier locker auch eine Farm mit dem hier hinmachen. Aber dadurch, dass das denn Wasser braucht und die ständig mit dem Wasser hier hochrennen müssen, ist das doch ganz schön kacke. Kommt hier jemand oder? Was haben wir hier? Verkaufsautomat. Was ist das denn hier? Verschmutztes Eis. Neural-Oszillator. Aus Neutronium. Wir können es ja mal... Oh. An alle. Bitte bewahren Sie für die Gesundheit und Sicherheit unserer Facility-Mitarbeiter keine unmarkierten Bakterienkulturen im Kühlschrank auf. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass die Geschirrspülmaschine der Cafeteria trotz der Norm was nicht in der Lage ist, Petrischalen zu reinigen. Wir danken für die Bla. Okay. Das ist mal ganz witzig gemacht. Manchmal ist so richtig coole Informationen und manchmal ist totaler Crap. Okay, hier gibt es erstmal nicht viel mehr zu machen. Wir werden auf jeden Fall erstmal einen Cut hier wieder reinmachen. Ich muss mir auf jeden Fall mal überlegen, was wir hier noch so alles schön hinbauen wollen. Kohle ist gut. Algen ist auch wieder ein bisschen okayisch. Da müssen wir uns aber auch langsam mal einen Kopf machen. Alter, was ist denn hier? Eisenerz. Und wäre auch mal schön, wenn wir hier noch ein paar andere Geysire finden würden. Das mit dem Erdgas-Ding ist natürlich cool, aber alles andere. Ich brauche so ein Wassergeysir auf jeden Fall. Der wäre GG. Okay. So, wir warten auf mehr Pilzsporen, damit wir das noch ausbauen können. Hier können wir noch ein Hatchling-Ei machen. Machen wir hier Stufe 9, dass das immer Prio hat. Dann sind die hier auch wieder ein bisschen glücklicher in Erwartung. Weil es gerade minus 100% Produktionsrate ist natürlich kacke. So, wie gesagt, ein Ei ist ja da. Oh, hier, der ist fertig. Entfernen. Ja. Aber nur bei denen ist es glücklich. Ja, okay. Noch so ein Ei haben wir nicht. Wir könnten aber einfach mal den hier machen. Warum nicht? So, da wird das Hatchling-Ei gemacht. Wir können die ja, wie gesagt, auch tauschen. Oh, ist ja nicht süß. Der Salbei-Hatchling. Kann der irgendwas anderes legen? Hungrig, winzig, bla. Eigenschaften. Können wir hier ein bisschen Erde drunter mischen. Ich habe zwar Sandstein, aber ich glaube, der hier braucht andere Sachen. Ganz kurz. Ganz kurz. Nahrung, Kreaturen. Hedge. Salbei Hedge. Ist hier irgendwo Sandstein? Oh, guck mal, der braucht andere Ernährungssachen. Sogar schlimmere. Oh je.
Algen will ich ihnen nicht geben, aber ich gebe ihnen Erde. Von der müssten wir eigentlich auch noch mehr als genug haben. Erde, Erde, Erde. Ja, 153 Millionen, zigtausend Tonnen. So, hier liegt überall Kohle rum. Ey, richtig cool. Wie er hüpft hier. So geil. Hüpf, hüpf, hüpf. Auf jeden Fall, der braucht Erde. Hier müssen wir jetzt auch ein bisschen Erde mit reinhauen. Und ich weiß immer noch nicht, was wir mit den Schalen machen. Da müssten wir doch eigentlich Keramik herstellen können, oder? Auf jeden Fall werden wir jetzt nochmal eine Forschung ranhauen. Fossile Brennstoffe. Erdgasgenerator. Da können wir ja mal langsam gucken. Weil dann verbrauchen wir nicht mehr so viel Kohle, wenn wir das Erdgasding hier anfeuern können quasi. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zugucken. Oh, wir haben neue Pilzsporen. Ja. Zack. Und hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Und ich sage erstmal Tschüss, bis dahin, bye bye.